und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Onsi 2 Let's Play Together. Mit dem Killer Kali. Hallo. Und Patrick. Hallo. Und mir. Ich bin's. Oh Gott. Ja, selbe Stelle, selbe Welle, nur 6 Meter länger, ne? Ja, ich hab jetzt in dieser kleinen Aufnahmepause meinen Bus gewechselt. Ich bin Neoplan treu geblieben. Auch wenn ich mich in der vorherigen Folge über den N4021 aufgeregt habe. Das hier ist jetzt der N4016 und den kann man fahren, der ist geil. Ja, ja, stimmt sogar das hier. Ja, Jungs, ihr habt die Uhr noch gar nicht vorgestellt. Der Sound ist geil. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Nee, das machen wir jetzt. Ich zieh erstmal rum. Ja. Ja, das könnt ihr machen. Gut, mit Gang fährt sich's besser. Ja, ich habe meinen Bus gewechselt vom Urbino 18. Boah, wie lenkt man denn noch eine Schnuppen, Dicker? Oh, nee. Mein A20Ü mit Morphe Soundpack. Ja, das ist eine perfekte Sicht. Ich sehe alles. Echt? Nee, irgendwie nicht. Ah, da kommt ein Auto. Moin. Auf einmal jetzt klingen die Türen mal ganz anders. Ah, das ist... Oh. Niklas, ich bräuchte dann bloß nochmal die Dateien von dir. Nee, findest du auch hier im Dateibrowser oben bei dir. So, sagt jemand mal mir die Zeit. Oh, oh, warte, lass mich erstmal rumziehen. Wann geht der Spaß los? 20... 22. Ich würde sagen, 20 Uhr? Lass mich erstmal rumrollen, jo. 20 habe ich nicht in den Komplett. 20 glatt? Glatt für Kloßbrühe. Jetzt. Mensch, los. Komm aus dem Arsch, Junge. Ja. Na, Niklas ist nicht mehr der Schnellste, weißt du? Hm. Wo muss ich denn hier halten? Hinten. Ganz vorne. Ja, ganz vorne. Ich bin jetzt von hinten rangefahren. Das war falsch, ne? Ja, falsche Richtung. Oh, nee. Oh, na. Ist okay. Gottes Willen. Den brauche ich auch so lange. Alles klar. Aber ich ziehe einfach mal rum wie ein professioneller Busfahrer. Das stelle ich mir gerade so vor. Will ich mir euch angucken? Nee, ja, seht ihr doch dann im Let's Play, ne? Jetzt stehe ich da. Ah, du auch mal da! Ja, moin! Krass. Kümmer denn? Warte, 20 glatt habt ihr gesagt, ne? Jo, da wären wir dafür. So, ich wäre bereit. So, dann in 3, 2, 1, haut ruf. Oh. Gleich mal ein paar sie spawnen, du möchtest bestimmt rein. Hallo. Ja, da hat sich hier sehr viel getan, hier will keiner mit. Hab ich kein Problem damit. Oh, klack! Gut, das Gebläse kann ich glaube ein bisschen leiser stellen. So, 1,7 haben wir noch. Wie sieht denn das besser aus? Kurzstrecke. So. Ah, so sieht besser aus, oder? Ja, hier ist noch so geiles LED-Licht mit drin. Du willst bestimmt auch rein, so wie du guckst. Abend. So, Jungs, ich fahr los. 1, 3, ja gut, fahr ich auch los. Bin ich strikt dafür. Ich mache diesmal Lenk, brauche ich bestimmt ein bisschen länger. So, von rechts ist frei, von links ist frei, Zimmer neues. Meine Straße ist verstoppt. So, merkt man gleich mal, wie das Ding hier loszieht. Ja, mein A20U zieht auch gleich ganz anders als dieser Solaris. Hm. Hier muss man schon mal vorsichtig auf die Kreuze draufrollen. Wenn man irgendwie KI überreden kann, das anhalten. Jetzt klingt dieser ZF-Bus auch mal wie ein ZF-Bus. Komm hier nie raus, Alter. Ich komme hier nie raus, Jungs. Niemals. Da war der Bordstein. Dann lassen wir uns schnell noch runterrollen und dann drauf. Kommen Sie rein, können Sie ausklötzen. Dankeschön für Ihren Besuch. Viel Spaß. Beahren Sie uns bald wieder. Du bleibst stehen. Nee, du bleibst nicht stehen. Gut. Du bleibst stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Fahr nicht rein! Oh, du Arschloch. Du Arschloch. Ich wusste gar nicht, dass Schokodrink für immer. Firma hat. Komm ich doch nimmer rum, Alter. Um Snack. Oh, nee. Du Arschloch. Muss ich ein bisschen was nass fahren. Schokodrink für immer. Alter. Nächste Haltestelle. Muss ich glaube selber weiterschalten, kann das sein? Da bist du manchmal ein bisschen am Korbel mit dem langen Ding, doch. Mit dem
Solobus musst du alleine wahrscheinlich, ja? Ja, danke für die Info, weiß ich auch. Ich liebe diesen Sound von dem Ding, ne? Ja, okay. Noch nicht so modern. Hier fliegt die Haltestellenbremse sofort raus. Und die Hupe klingt gut. Ich finde immer noch, die Hupe vom A20Ü klingt wie eine aus dem Solaris. Die habe ich mir geändert in die vom S313. Dass da so eine kraftvolle Hupe drin ist. Läuft bei dir. Polizeipräsidium. Ich gehe schon am Bonner Gürtel zu Flora. Ja, fahr ich gerade los. Ne, komm ich gerade hin. Ja, ich hatte ein bisschen leichte Probleme bei der Anfahrt, weil der Straße verstopft wurde. Kommst natürlich ohne Nuss dann, ne? Richtig. Wenn das Ding zu ist, kommst du dazu. Und dann muss ich mit dem Gelenk erstmal vorbeiquetschen. Ja, du. Wow. Das muss man jetzt hier mal sagen. Also, ich und Patrick, die eben Gelenk gefahren sind, also für euch letzte Folge. Ja. Fahren jetzt solo und Pascal, der vorher Gelenk gefahren ist. Entschuldigung für die Überfahrung. Der vorher solo gefahren ist, fährt jetzt Gelenk, also. So sieht es. Das ist ein bisschen. Naja. Verkehrte Welt heute. Ich dachte, ich gucke mir die Strecke erstmal einfach an. Vor allem der A20Ü, der zieht hier los. Ich tritt da einmal kurz aufs Gas, da bist du schon bei 50. Kann der Neoplan auch ganz gut. Will den hier einer mit oder? Ach, so, die kommt von ganz hinten, kommt die angelatscht. Ach, dran. Echt? Von ganz hinten? Ja, von ganz hinten. Von der, ja, gut, dann habe ich jetzt wahrscheinlich ein paar vergessen. Da wo der 100 hält, da kommt die angelatscht. Ja, dann habe ich wahrscheinlich ein paar vergessen. Ja, ich habe 2 Minuten Verfügung. Ah, ha, ha, Bushippies. Was ist los? Was war das? Hallo. Hast du hier auf 4, 6, 8 Zähne, gute Fahrt. Da tut mir halt ein bisschen leid, ich hatte gerade ein bisschen Busnüpfen. Ich weiß ja auch nicht warum. Dicht ist in dem Zweisitzer, Zweisitzer, ja, ein Bus mit Zweisitzer. Oh. Immer ein anderer sitzen als Fahrer. Was ist gerade mit deinem FPS auch los, Alter? Aber Charakter gewaltigte. Das hier habe ich auch noch nie gesehen. Oh, no bus stop. Die ist nicht programmiert, glaube ich. Auch von der Seite. Auch nicht. Ah, das ist ein bisschen schlecht. Die Idee ist gut, aber irgendwie schlecht programmiert. So, dann machen wir mal die Heizung aus. Sollte ich auch tun, ich sollte eher die Klimaanlage anschmeißen. Bei sommerlichen 25 Grad draußen habe ich die Heizung an. Ja, ich hab das Standard-Umseewetter gerade drin. Guten Abend. Erwin. Aber. Angenehme 15 Grad. Na, ich mach mal schnell die Heizung aus. Eine Tageskarte wieder, guter Mann. And cheers my telephone. Don't call me maybe. Der 3 ist Telefon. Was willst du nur noch? Hast du schon 3,20? Jetzt geht's zum Markt und Nummer.
Feuers. So komme ich hier nur um die Kurve. Na freilich. Profi kommt da Nummer. Hallo. Hallo. Abend. Hallo. Na, ja, ist wieder mein Lieblingskreisverkehr. Ich stehe gerade an der roten Ampel. Steh am Markt. Guten Abend. Eine Fahrkarte. Hallo. Ja, es ist noch eine kleine Umstellung jetzt durch das Soundpack. Was denn? Nee, ich will immer den ersten Knopf für die Haltestellenbremse drücken, das aber jetzt noch später. Guten Tag. Guten Tag. Ach, was ich ganz vergessen habe. Wo war man hier? Für und Franz-Puhl-Straße. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bonner-Gürtel, Post. Ach ja, ist ja okay, Mensch. Entschuldigung, die Bordsteinkante hatte ich mit. Die hast du so mit? Hab ich mit. Hab ich so mit. Erst verstanden. Machen wir so. Mein Gelenk ist auch voll. Was ist los? Hä, was will er jetzt schon hier? Was? Und die Dame da hinten, also die im gelben T-Shirt da ganz hinten, die steht da echt ein bisschen scheiße. Oh, wo steht sie denn? Die steht erhöht da irgendwo mittendrin. Ich habe keine Ahnung, wo die da steht, aber die steht ziemlich erhöht. Die kann über alle über im Bus drüber gucken. Und eine Bremsung und die fliegt auf alle anderen drauf. Ich glaube, ich habe so ein erhöhtes Abteil ganz hinten und da steht die drinne. Man muss aber aufpassen, dass es sich in der Bodenwelle nicht im Kopf stößt. Ja. Hallo. 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 Ja, freilich. Hallo. Kann sein. Eine Kurzstrecke. Abend. Kurzstrecke. Du willst auch noch eine mäßig Kurzstrecke. Oh, was ist los bei dir? Die stellen sie jetzt nicht wirklich genau hier vor. Och, Tussi. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Oh, zweite Tür vielleicht noch zu. Ja, das war die erste. Ja, ich hatte gerade Türstörungen im A20Ü. Dann könnt ihr auch noch in den Profi kommen. Gut, kommt doch mit ein. Einmal normal, bitte. Ey, nochmal. Oh, Dankeschön. Bitteschön. Oh, meine Lieblingshaltestelle, stimmt. Die, die ich so dolle mag, weil ich auf Lemmtal updated keinen Plan habe, wie man da reinfahren muss. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Bitte jetzt auch stimmt. Ja. Ah, Nickel, ich weiß echt nicht, wie du den Kreisverkehr übersehen kannst. Ja, der ist groß genug. Ich habe keine Ahnung. Ich merke erst 20 Meter immer davor, dass er da ist. Ich meine, wenn es so ein Kreisverkehr wäre, wo halt nichts beschriftet ist, ne? Ja, wo nur eine Linie auf dem Boden ist. Ich habe aber so eingestellt, dass Objekte unter einem bestimmten Grad erst ziemlich spät einploppen. Und da zählen halt auch solche Schilder mit dazu. Und das ploppt halt ziemlich spät auf. Ja, aber das liegt, dass du fährst doch nicht zum ersten Mal da lang. Der hat ein Gehirn wie ein Goldfisch. Oh ja, richtig. Oh, das hast du jetzt nicht gesagt. Einmal rumgedreht und dann weiß er nicht mehr, wo ist. Ja. Aber hat was Gutes, denn der geht aufs Neues. Hallo. Hallo. Ich bin leider unter Gedeck. Eine Kurzstrecke, bitte. Das würde ich jetzt sogar abkaufen. Ach, wie viel bezahlst du? Dankeschön. Einen Einzelnen. Nee.
Nee, tut mir leid, aber das geht jetzt zu weit. Nee, also der war schon arg scheiße. Irgendwas wollt's mir abkaufen. Ich weiß nicht mehr was. Danke. Alles klar. Ich hab einen Zug. Ja, ist gut, dass du da so mit 300 lang prescht. Der fährt ja dieser Zug, bitte. Können die sich mal Schranken leisten, oder was? Wahrscheinlich nicht. Nächste Haltestelle. Nö, können sich keine Schranken leisten. Waren zu teuer. Ah, du Arschloch. Da ist immer eine Haltestelle, ne? Wo keiner steht und im letzten Moment anrücken. Sowas würde ich generell ignorieren. Was ist eine Tageskarte? Ich sehe nichts. Und den Höchstfall ja aus. Ah, ist frei. Gut, dann kannst du wieder anmachen. Aussteigen. Jo. Hage. Okay. Also nach hinten habe ich was gesehen, nach vorne nicht. Und dann kann man. Muss ich jetzt hier links zum KKFG? Ja, ja. So scheiße, komm ich denn da mit dem Lenk rein? Nächste Haltestelle. Dann mach das mal. Ach, mit nee, geht. Geht, doch, sah enger aus als sie ist. Ist ja fluffig. Fluffig, Fluffig, flauschiger Einhammer. Hier schmeidisch. Geht das Nin und wieder Nuss. Alles ein anderes Thema. Hallo. Schule. Du bremst etwas härter aus dem Hinterraum und so. Ui. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal nochmal, bitte. Einmal nochmal, ne, bei dich, Christian, das ist neuerlich. Naja. Schon immer zu viel Loot. So. Alle rein. Kommen wir weiter. Gerne. Bitte schön. Och. Na Bent. Jo. Na Bent. Meine Tageskarte bitte. Entschuldigung, jetzt haben wir mal ein bisschen viel rausgegeben. Seit wann beschwert sich, wer aber zu viel wechselt? Danke. 10 Cent, Mensch, hätte ich eingesteckt. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, echt über zu. Also zu viel Wechselgeld nehmen wir immer. Ja, aber vor allem, es waren 10 Cent, Mensch, hätte ich die Hälfte. Also, ich hätte doch 2 Euro einfach so eingesteckt. Ja, du bist ja auch ein kleiner Gauner. Ja. Du passt bezahlt, was ist los bei dir? Boah, der Zug ist ja laut. Bei dem Solaris, SOR-Dingern, die wir hier haben, das ist voll dumm. Da ist dieses Wechselgeldausgabe-Dings auf der Fahrerseite der Tür. Was? Ja, darfst du dein Wechselgeld nicht selber wegnehmen. Muss ich der Fahrer nehmen und dir dann geben. Das ist ja voll behindert. Ja. Ich finde die Kassensysteme, die wir haben, geil. Ja, bei dem Mercedes ist das auch so, dass der Fahrer und der Passagier gleichzeitig das wegnehmen kann. Nee, wir haben ja diese Kassensysteme drin, wie der O405N1 von Hamburg. Naja, aber wo das denn halt nur der Fahrer nehmen kann, da wissen sie schon, die Fahrer sind nicht ganz so schlau, die verrechnen sich öfters mal. Guten Abend. Vielleicht merken sie es dann noch, wenn sie es hören, ne? Jetzt ist die andere Sache. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Dein Handy ist immer mit dabei in der Aufnahme, kann das sein? Dankeschön. Ja. Das ist bei mir so grundsätzlich. Aber über mich beschweren wir nicht, wenn man ein Audio anhört. Ja, das ist was komplett anderes. Mein Handy hat Kultstatus. Das ist in jeder Folge mit drin. Ach, hat das gerade schon wieder geklingelt? Das habe ich jetzt erst im Nachhinein realisiert, weil ich schon langsam ignoriere. Das klingelt dann wie die gesamte
der Aufnahme stand. Du machst das Handy an und guckst drauf. Pascal lässt es einfach nur im Hintergrund liegen und lässt es bimmeln. Ihr wisst, ich bin ein beschäftigter Mann, ganz viel gefragt und so, deswegen muss da eigentlich immer, ne? Deswegen antworten dir auch 7 Leute nicht. Oder hat ja mittlerweile einer geantwortet. Anderes Thema. Dann macht ihr euch noch Schönes. Alles klar, du bist also sehr beschäftigt, ja. Ja, mit den anderen 28. Die 7 interessieren mich ja nicht. Ah, ja. Doch, einer hat mir heute geschrieben, oder? Ja, ja. Gönnt man diesmal hab ich nicht geantwortet. Boah. Vaterboy. Na, oder? Was wichtig ist? Nö. Ich habe ja erst geantwortet, dann hat er nochmal was geschrieben, dann nee. Nee. Ja, so dann ist irgendwann ist es fast auch mal voll. So musst du es machen, ja. Hallo, einmal Kurzstrecke bitte. So musst du es machen. Du bist echt ein harter Boy, ne? Also, Respekt. Geh die Tür nicht auf! Tür bleibt dran. Ich will nur auf 20 drücken. Ja, war richtig. Zweimal. Geh mir die Tür auf. Ja. Das gerade für ein Sound. Ist denn Druckluftleitung gerade geplatzt oder was? Meine. Nee, meine. Es macht einfach nur so Puff. Nee, Puff. Ah, das ist nicht schlimm. Fahr einmal weiter. Achso. Das ist nur der Bremsdruck, der gerade sinkt. Ah. Das macht überhaupt nichts zur Sache. Ja, wenn ich das Problem hast, wie ich gestern. Erst mit dem Auto biegst links ab. Feder gebrochen vorne. Da war es so zu schwer, aber. Ja, vor allem. Lass mich raten, vorne links. Einen normalen Fahrschein. Abend. Ja. Aha. Vor allem fahr ich dann noch zu uns an der Shell tanken. Ich so, das Auto fährt irgendwie komisch. Warte noch auf den Fahrschein. Ach, du willst normal. Ich fahr dann mal in die Werkstatt. Meister dreht eine Runde. Danke. Nee, das Auto kannst du stehen lassen. Da ist der Fehler durch. Ich so, und? Das kostet nicht der ganze Spaß wieder. So mit einbauen, so sind wir bei 110 Euro. Ich so, ausführen bitte. Für wen ist die scheiß Ampel jetzt rot? Was hier am Schloss? Ne, nach Orte. Ey, welche Bremse habe ich denn hier an? Ach, die ja. Die scheiß Fußgängerampel, wo keiner drüber geht. Ich hatte ja schon einmal geschalten, ne? Ach, Kacke. Stehen bleiben. Stopp! Halt, stopp! Ach, Kacke. Achso. Hallo. Hallo. Guten Abend. Eine Frage habe ich gehört. Dankeschön. Bitteschön. Überhaupt ja kein Problem. Was steht in die Feuerwehr hinter mir? Hey, irgendwie habe ich aber auch ein komisches Geräusch beim Bremsen. Wo müssen wir überhaupt? KK oder FG? KK, ne? Logisch, ja. Nee. Doch. Klein Kleve. Oder heißt es Fein Kleve? Nein, das heißt nicht Frankenberg-Gärtnerei. Mein Gott. Ja, siehst du. Mensch, ich war so schlau, ob das mir selbst erschließen können. Ich auch. Kleine Kläfer, ist ja logisch, nicht? Ja, ist ja logisch. Fein Kläfe. Fein Kläfe. Nächste Haltestelle, so, hier ist fährt geschwindigkeitsfrei. Ach, hier ist 50. Hallo. Na, eine Tageskarte bitte. Tageskarte. Krankenkraus, Alter. Kein Krankenhaus, es ist ein Krankenkraus. Ein kranker Klaus? Ja. Schlimm. Ja. Auch mal Klaus.
Fahr mir rein, komm. Ja, gib's mir. Ja, geil. Wie bitte? Ja, das. Och, Manni, du hast so einen fetten Bauch. Warte. Warte. Ja, also, gut. Mit Tür auf sehe ich trotzdem nicht. Bauch ist echt zu fett, Manni. Oh, ja. Fährst mit 45 durch eine 60er-Kurve, ne? Ja, hältst du. Wie im Fernbus-Simulator fahren, wirst du mit 55 in der 100er-Zone geblitzt. Seit wann hast du einen Fernbus-Simulator? Ich hab mir ein Let's Play davon angeguckt, ich hab's selber nicht. Sag das doch. Weißt du, Let's Play beim Sachsen geguckt, der wird mit 55 in der 100er-Zone geblitzt. Muss ich ja nicht einstellen, genau. Noch einer. Noch einer. Schön. Noch mehr. Tag. Tag. Huch, er will aber rein. Sag doch was. Wenn sie beim nächsten Mal nicht mit Schild hier hinstellen, wo 458 drauf steht, so ganz groß. Hm. Weiß ich wenigstens, dass du mit willst. Wäre eine Maßnahme, oder? Ja. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Hey, ich fahr halt um eine Kurve, es tut mir leid, irgendwann muss man ja mal um eine Kurve fahren. Warum sind die schlecht beschweren, wenn ich eine Kurve fahre? Die Welt ist halt keine Scheibe. Ui, das war ja nicht schnell gerade. Wohl, 50? Peter. Nicht auffahren, per Exzellenz. Und overtaken. Knapp einschauen. Und Vollbremsung. Oh ja, klar, dass er wieder aussteigen will. Wo keiner rein will. Bin mal gespannt, was ich morgen in meiner Englischvorprüfung kriege. Das morgen schon wieder? Ja. Ja, Mathe habe ich schon wieder. Und? Ja, ein Punkt an der 1 vorbei. Oh, ich habe volle Punktzahl. Ja, es war so klar, ne? Dafür war ich in Englisch 1.1 vorbei. Ja, Englisch weiß ich noch nicht. Also heute haben sie spekuliert, dass ich eine 1 kriege in Englisch. Weil die Lehrerin irgendwas gesagt hat, wo sie gleich eine Verschwörungstheorie rausgezogen haben. Ja, aber 1.1 vorbei ist immer mega ärgerlich, ne? Ja. Kennt das. Hallo. Echt mies. Ja. Ich hab 41 Punkte. 45 bis 42 gab's eine 1. Ich hab 48 von 48. Ach, ist egal. Mathe ist easy. Weiß nicht mal, was ich falsch hab, weil wir haben die noch nicht wieder, weil noch einer nachschreiben musste. Ach. Vorprüfung nachschreiben ist bestimmt scheiße. Es müssen ja extra Lehrer gestellt werden und du musst 4 Stunden, also, ja. Ja. Echt scheiße. Das ist eh nochmal eine andere. Ja, richtig. Also in Englisch haben wir die Nachprüfung. Nee, die Prüfung für Leute, die zur richtigen Prüfung nicht da sein konnten, haben wir als Vorprüfung geschrieben in Englisch. Ja. Die vom letzten Jahr. Ja, die vom letzten Jahr von den Schülern, die nachholen mussten. Genau, die haben wir auch geschrieben. Mhm. Weil. Mit, warte, was war da drin? Ja. Stimmt, da naja, keine Ahnung. Hatten wir dann auch die gleiche, ne? Da hatten wir dann, ja. Ja. Ne, der, wenn das ja, klar. Stimmt. Mit dem Text da über. Hat doch der. Was? Das war ein Text über, Ja, das war alles Job und Berufe. Ja? Die dümmste Aufgabe war Paraphrasing. In meinen Augen. Diese Übersetzungsaufgabe, ne? Naja, es war eine Englisch-Dings.
Ja, aber diese Übersetzungsaufgabe, da habe ich richtig, da habe ich ein Wort nur falsch anders geschrieben als diese, ohne Scheiß. Das war der eine Punkt. Ich habe nicht Praktikant, sondern Praktikum geschrieben. Oh. Mein Gott. Der Satz hat trotzdem noch Sinn ergeben. Scheiße. So ein Dummel, ja. Nächste Haltestelle. Naja. Und Ossi, wie war dein Tag? Oh, ganz angenehm. Schön. Das freut mich. So richtig desinteressiert. Schön. Schön. Niklas, keine Angst. Hä? Wirbelst du mich jetzt voll? Ich hab halt nur nicht gefragt, tut mir mal leid. Mach ich ja sonst auch nicht, aber. Ja. Hey. Und deine Antwort war so richtig desinteressiert. Schön. Hä, hey, gar nicht. Doch. Na gut, okay. So, ich bin da, Jungs. Schon? Ja. Schon länger. Ja, Gelenk braucht ein bisschen länger. Ich bin. Moment. Moment. Ich fahr jetzt auf Kalkrast. Ja, danach kommt der Kläfe. Nee, Flein, Glewe. Da muss ich mit dem Lenk erstmal noch reinkommen. Wenn ich eigentlich jetzt. Was hier? Ah, oh. Mhm. Für ein Premium. Das Ding auch Standlicht? Ah ja, es hat Standlicht. Oh. So? Ah, perfekt. So ist gut. Ossi, wo bist du? Schwarzer Parkplatz. Und das? Ziemlich weit hinten, habe ich so das Gefühl. Ja, weil ich auch gerade erstmal 4 Minuten Verfrühung abgewartet habe von 8. Oh, ich fahre jetzt nicht in den kleinen Kleef. Muss ehrlich sagen, ich habe 4,8 gerade Verfrühung. Ich komme mit einer an. Wieder mal. Ich habe jetzt noch 2,5. Warte, schwarze Parkplatz. Da hat er noch 1, 2, 3, 4, 5 bis Klein Kläfer. So, dann fahren wir mal hier hin, ne? Perfekt. Könnte alle Nuss steigen. Schön, diese Lenker am Kriegsschutz dran, so knapp. Toll. Lauf durch, mein Bus durch, ist kein Problem. Ich möchte nicht weiterfahren. Kann ich hinten irgendwo parken? Nee, wa? Ist nicht possible. Na gut, dann nicht. Ich hab mich nicht in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt, das ist eine Lüge. Ah ne, ich fahr hoch zum Netto, park ich am Netto. Geil. Hier kannst du nicht stehen bleiben, so kleinen Dingsbums. Ossi, brauch ich eh noch ein bisschen, dann fahr ich zum Netto. Fahr ich nuff zum Netto. Uff, zum Netto. Warte mal, Fahrplan vorne los. Zack. Kraftstofftank gering. Ach Quatsch, das reicht noch bis zum Netto. Und jetzt kurz vor der Einfahrt zum Netto. Puff, leer. Ne, die Anzeige ist gerade aufgeploppt, alles gut. Das reicht noch für 50 Kilometer. Wie Prozent habe ich noch? 24, ja Mensch. Schaffe ich noch 2000 Kilometer. Fährt mal los! Danke. Oh. So.
So. Links abbiegen zum Netto. Ups, jetzt habe ich vorschreckliches Licht ausgemacht. Oh, wo parke ich hier am dümmsten? Was ist da drauf? Ist halt eine nette vermickrige Parkplatz. Ja, ist halt nicht für Busse gemacht, weißt du? Also jetzt für Autos ist das mickrig. Na gut, dann turnen wir mal in. Komm ich da nur? Komm ich niemals nur, Alter. Ich muss mal zurücksetzen. Ich war versucht, mit dem Solaris zum Drive-In-Shutter von McDonald's zu fahren. Ich hab zu früh eingeschlagen, zu spät eingeschlagen. Und hier schon schlagen müsste. Pass auf! Freue ich dich noch. Komm, ich trotzdem nicht nur. Ach du Scheiße. Das hat jemand gesehen. Tolle Wurst. Jetzt habe ich Kriegsschutz am Hals. Ja, du musst mal vorziehen. Da ist ein Auto! Pech gehabt. Komm, ich steig hier wieder raus, Alter. Ne. Jungs, hier kommt man nicht mehr los. Mach mal da. Dürfte doch der Bus gleich leer sein. Ja, eben. Wie man einfach Kallis Lenkrad übertrieben hört. Ich bin am Rangieren. Komm ich hier wieder raus aus der Lage, Alter. Weißt du, ich lese gerade so auf, obwohl, nee, das lese ich später vor. Das ist so dämlich. Allein schon diese Überschrift. So, locker, locker halt einfach nur unser Niveau. Seid ihr jetzt endlich mal da? Ich bin doch schon da, ich packe nur im Netto. Wo ist denn hier Netto? Ja, im Dorf davor. Der ist wieder zurückgefahren. Es ist der Schluff von oben links. Ich hab jetzt schon 08 Verspätung hier mit meinem Fahrplan. So, ich bin da. Bist da? Ja, bin da. Ich zieh jetzt hier einfach vor auf den Parkplatz drauf. Ist mir scheißegal, wenn mein Kollege hier durchkommt. Kleines Kollegenschwein, was ich bin. Oh. Ich hab das Gefühl, mal oben sie ist abgeschmiert. Ah, ne, jetzt, oder? Ich stehe hier, ne? Ja, ich stehe auch da. Was hab ich in meinem Bus eigentlich? Jo, ich stehe im Netto. 23,9 Grad Kälte habe ich nicht bekommen. Wie viel hab ich's denn? Ich hab 26,7 Grad im Bus. Ja, wie viel warm ist es denn draußen? 25 glatt und ich hab den Bus auf 23 schnellen Roller gekriegt. Wow. Ja gut, mach mal Motor aus. Jawohl, Motor aus, bin ich dabei. Gut. Hammer's. Hammer. Jo, Handy, geil. Ja, Niklas, dein Part. Ja, mein Handy hat gerade geklingelt, da wollte ich jetzt nichts sagen, weil das hätte man vielleicht gehört. Achso. Ja, das war's mit einer weiteren Folge OMSI 2 Let's Play Together auf Lemonjal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und guckt beim nächsten Mal wieder rein. Auch gerne bei Pascal, also Killer Kali. Moin! Link,
Link in der Beschreibung und bei Patrick, falls er es schaffen sollte, das Video hochzuladen. Ja, wird schaffbar sein. Ja, das hast du die anderen Sachen. Ja. Ne? Falls er es aufgenommen hat und Ton da ist. Und halbwegs qualitativ. Ne? Tschüss. Tschüss.